Hallo Freunde des Kanals, ich bin hier auf dem Dach vom Nordsternpark, vom Parkhaus, und im Hintergrund sieht man ja den Nordsternturm und den Herkules von Gelsenkirchen. Und ich wollte jetzt mal einen Rundgang machen hier am Nordsternpark, weil hier ja die große Leinwand aufgebaut ist und die Abenteueraktivitäten stattfinden. Also, wir sehen uns später, wenn ich hier wieder vom Parkhaus runter bin. Ja, ich habe jetzt kein externes Mikrofon dabei. Ich hoffe, das funktioniert auch mit dem eingebauten. Hier ist der Eingang zum großen Nordsternturm. Alles abgesperrt. Ja, es gibt wieder eine Ecke, wo der Wind für die Sau geht. Erst ab 13 Uhr kommt sie da rein. Biergarten ist auch unter Beschuss. Ja, ganz alles komplett abgeriegelt. Gehen wir mal durch. Gucken
gucken wir da oben noch mal über den Zaun mit der Kamera. Dann haben wir ein paar Eindrücke gewonnen. Festival in Gelsenkirchen. Hallo, jetzt stehe ich hier wieder am Nordsternperlturm. Hinter mir oben der Herkules von Gelsenkirchen. Ja, ich hoffe, euch hat der ganz kleine Überblick hier ein bisschen Spaß gemacht von der Eurofestival 2024 in Gelsenkirchen. Hier der Platz, der Eintritt ist kostenfrei, jeweils um 13 Uhr. Nun kann er mitgefiebert und gefeiert werden mit den anderen Fans. Und praktisch wird jedes Spiel hier übertragen. Ich bedanke mich fürs Mitkommen, wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und viel Spaß beim Fußball-Länderspiel dann Deutschland gegen die Schweiz in der Europameisterschaft, obwohl Deutschland schon im Achtelfinale ist. Tschüss, euer Uwe. Bis bald. Glück auf.